Genau 200 Jahre nach der Veröffentlichung des bekannten Frankenstein-Romans haben Forschungsteams weltweit nicht nur Mischwesen wie Mensch-Ratten-Chimären im Labor geschaffen. Es gibt auch konkrete Pläne, das erste Mal gezielt in die Evolution einzugreifen. Weitere Beispiele für solche Projekte à la Frankenstein und wo demnächst eine genetische Atombombe gezündet wird, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet, schon länger machen Gentechnik-Teams auch nicht mehr vor Experimenten mit Menschen halt. Und es ist zum einen wirklich sensationell, was heute biomedizinisch möglich ist. Auf der anderen Seite ist die Forschung auf diesem Gebiet auch wirklich furchteinflößend und macht mir öfter mal Gänsehaut, aber nicht so im Positiven. Wie bei diesem Beispiel. In China haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genmanipulierte Embryonen geschaffen und die hätten sie tatsächlich zu Menschen heranwachsen lassen können. Noch ist das nicht passiert, die Embryonen wurden nicht ausgetragen, aber das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Konkret haben sie intakte Genabschnitte in die erbkranken menschlichen Embryonen eingesetzt. In 3 von 6 Fällen verlief die Korrektur der Gene tatsächlich erfolgreich. Das alles führt uns in eine Zeit, in der es im Bereich der Reproduktionsmedizin ganz normal sein wird, Menschen zu designen. In eine etwas andere Richtung geht die Forschung im Bereich Neurobiologie. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erschaffen sogenannte Gehirnorganoide. Menschliche Stammzellen werden zu Hirnzellen ausdifferenziert. Diese wachsen dann tatsächlich zu einem Mini-Gehirn heran. Man kann es kaum glauben, aber die Zellen knüpfen Verbindungen und bilden 6 Zellschichten aus. Typisch für die Großhirnrinde. Könnten solche Fastgehirne da nicht auch anfangen zu fühlen oder zu denken? Die beteiligten Forschungsteams tun diese Zweifel ab. Schließlich bekämen die Minigehirne ja keinen Sinnesinput und zudem sei ihre Größe viel zu gering. Bislang sind die Minigehirne nicht durchblutet. Sobald sie so groß sind wie eine Linse, reicht die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen nicht mehr aus. Doch genau das will jetzt ein Neurochirurg von der Universität von Pennsylvania ändern. Oh Mann, seine Experimente sind wirklich unfassbar krass. Sein Forschungsteam baut solche menschlichen, fast Mini-Gehirne in die Seerinde von Ratten ein und das mit Erfolg. Die kleinen Kunstgehirne sind so also mit Blut und Sinneseindrücken versorgt. Und ja, man kann es wirklich so formulieren, diese Menschen-Ratten-Chimären machen es möglich, dass menschliches Gewebe durch Rattenaugen schaut und so die Welt wahrnimmt. Ich habe echt ein ungutes Gefühl dabei. Wie groß ist hier die Gefahr, dass sich diese im Labor erschaffenen Kreaturen einmal gegen uns wenden? Frankenstein lässt grüßen. Derzeit überschlagen sich tatsächlich die Nachrichten aus diesem Bereich. Die Biomedizin und die Genetik übernehmen quasi Ingenieursaufgaben und manipulieren das Leben so, wie es gefällt. Der Schlüssel dazu ist die sogenannte CRISPR-Technik, über die wir ja schon öfter berichtet haben. Diese Genschere macht die Manipulation von Erbgut sehr präzise und ist zudem noch sehr preiswert. Außerdem ist die Methode selbst für Anfänger sehr einfach anzuwenden. Demnächst werden vielleicht auch Organspender überflüssig, denn der Plan ist es, menschliche Organe wie Nieren beispielsweise in Schweinen heranzuzüchten. Andere Forschungsteams haben das Ziel, ausgestorbene Tierarten wie beispielsweise das Mammut wieder auferstehen zu lassen. Das hatten wir ja schon hier bei Klicks. Ein anderes sehr erfolgreiches Forschungsgebiet ist die synthetische Biologie, mit deren Hilfe Bakterien designt werden. Ein paar Projekte, die sich bereits in der Umsetzung befinden. Bakterien, die protokollieren, wie die Krankheit ihrer Wirte verläuft oder aber Bakterien, die dreifarbig sehen können. Zum Schluss komme ich jetzt noch zu einem Projekt, das so wirklich einmalig auf der Erde wäre. In Burkina Faso wird ein Forschungsteam demnächst wohl das erste Mal gezielt in die Evolution eingreifen. Der konkrete Plan sieht so aus, dass im Bauerndorf Bana Mücken ausgesetzt werden, die in ihrem Erbgut ein Unfruchtbarkeitsgen haben. Laut den bisher durchgeführten Computersimulationen wird sich dieses Gen dann in der gesamten Mückenpopulation ausbreiten. Die Idee des Forschungsteams, das übrigens im Auftrag der Bill und Melinda Gates Stiftung arbeitet, Malaria einzudämmen. Denn der Malariaerreger nutzt diese Mücken als Wirt und diese wird es dann wohl nur noch in verminderter Anzahl geben. Wenn der Plan aufgeht und der Mensch die Natur tatsächlich austricksen kann. Dieses Verfahren wird in der Wissenschaftssprache übrigens als Gene Drive bezeichnet. Ja, Kritiker nennen es genetische Atombombe, denn die Gene werden sich wohl so rasch verbreiten, wie es auch bei einer nuklearen Kettenreaktion der Fall ist. Natürlich
biologisch, also ganz so schnell wird es nicht sein, nicht in Sekundenbruchteilen. All diese Projekte lassen sich doch irgendwie mit dem Frankenstein-Roman in Verbindung bringen. Doch inwieweit haben wir daraus gelernt? Werden die heutigen Experimente in den Genlaboren dieser Welt in einer Katastrophe für die Menschheit enden? Fest steht jedenfalls, man wird diese Experimente nicht stoppen können. Doch es braucht Instanzen, die solche Projekte um Gentech-Geschöpfe kontrollieren und daraufhin prüfen, ob sie zum Wohl der Menschen sind. Wenn ihr zuallererst Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt direkt Themenvorschläge machen oder andere Ideen vorschlagen. Der direkte Draht zu mir. Einfach da draufklicken. Gestern Abend haben es schon Wahnsinn 2000 gemacht und ich habe wirklich jede Nachricht beantwortet. Nein, fast jede. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken. Das Mammut wiederbeleben, Dr. Frankenstein wird Realität. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.